Ich könnte Gewandtheit einbauen. Dafür hätte ich sogar genug Materialien. Mehr als genug. Oder Verfassung ist, glaube ich, besser bei Edda als Tank. Ja, 300 Münzen. So. Jetzt hat er eine sehr gute Rüstung. Okay. Sollen wir die beiden noch mal kurz besuchen gehen? Ne, die besuchen wir während unseres Rundgangs, glaube ich mal. Dummdi-dummdi-dei. So. Es ist übrigens auch jetzt wieder schönster Tag. Vielleicht können wir uns unten mal schnell mal umziehen und gleich wieder rauskommen. Wir können behaupten, wir hätten nichts. Worüber unterhalten sich die beiden? Das sind gemeine. Wir erinnern alle Besucher von Trutzbuch daran, dass der Hügel abgeriegelt ist. Und dass der Handel mit invatianischen Dingern. Ja. Welcher Hügel? Achso, der Erbhügel ist abgeriegelt. Also in den Erbhügel können wir schon mal nicht. Ihr beide seid Leute, deren Seelen nicht gucken kann. Und die anderen verkaufen halt einfach Zeug. Okay. Ich will jetzt aber erstmal dieses Gebäude hier. Lässt die uns einfach so rein. Was soll denn am Plündern falsch sein? Diese Artefakte hat doch seit Jahrhunderten niemand angefasst. Okay. Was ist das für ein Gebäude? Admets Lager. Dann gucken wir mal da rein. Hier ist übrigens auch schon wieder ein Fehler. Hier oben steht für Überlebensfähigkeit und da steht Athletik. All fancy weapons and no skill. Treue Waffen kein Können. Naja, die sind dem Geld treu. Okay, das sieht wie ein kleines, gemütliches Lager aus. Hier gäbe es sogar Truhen zum Plündern und so. Und du siehst aus wie der Chef, hm? Ja, sogar mit Zwischensequenz. Oh, da kommt die ganze Söldnergruppe. Bandenleer, ein gepflegter Mann, geht mit selbstbewusstem Gang durch den Raum. Ein selbstgefälliges Grinsen ins Gesicht gemeißelt. Er wird von fünf anderen abgehärtet aussehenden Personen umgeben. Einer seiner Gefährten blickt dich kurz an, bevor er seinen Kautabak vor die Füße spuckt. Wieder so ein Frischling, was? Merkt ihr einfach, dass Bins Riesentöter hier das Sagen hat, dann passiert dir nichts. Noch nie gehört? Kann ich mitkommen? Noch nie gehört. Er kneift seine Augen zusammen. Jetzt schon. Wenn du trotzdem bleibst, wirst du das noch häufig tun. Es gibt jede Menge Kopfgelder, aber es gibt einen Grund, warum die Riesentöter den Löwenanteil davon bekommen. Merkt ihr das? Eine Stimme bellt durch den Raum. Genug geplärdet bin. Willst du den Auftrag erledigen oder darüber reden? Er beißt den Kiefer zusammen. Venan hat recht, das Geld sammelt sich nicht von alleine ein. Er blickt seine Kameraden ein und nickt in Richtung Tür. Wir sehen uns, Frischling. Ah, das ist eine Söldnergruppe. Oder Abenteurergruppe, je nachdem, wie man das bezeichnen will. Und ihr? Hallo? Don't stand on ceremony. State your business. Dieser Gruppe aussehende Mann sieht dich kurz an, als er die im Raum verteilten Söldner überblickt. Sparen wir uns hier die Kette, was willst du? Erzähl mir von den Dutzenden. Wenn ans Gesichtsausdruck wird ernst, der Ton in seiner Stimme tiefer. Gute Männer und Frauen, die versuchen, die Fußstapfen von großen Männern und Frauen zu treten, die vor uns kamen. Wir sind ein loser Verband von Kriegern und Abenteurern im Dürrwald. Nicht so nobel wie die Schmelztiegelritter, versteht sich, aber zumindest vergessen wir unsere Wurzeln nicht. Eigentlich will er sagen, zumindest erinnern sie sich an die Wurzeln anderer und geben vor, sie zu mögen. Sehr nett, Edda. Eure Wurzeln?
Die Schmelztiegelritter sind stolz darauf, dem Dürrwald vor 150 Jahren die Freiheit geschenkt zu haben. Aber wir sind es, die diese Freiheit beschützen. Jedes Kind weiß, dass der Krieg des Heiligen endete, als der Götterhammer Whitewind auf der Brücke von Evondevir vernichtete. Aber nur sehr wenige wissen, wie Whitewind überhaupt auf diese Brücke gelangt war. 7 Männer, 5 Frauen, also 12, sie traten aus der Zitadelle von Halgott und stellten sich einen Gott. Sie hielten ihn dort fest, bis die Bombe explodierte. Er schlägt auf den Tisch. Dieses Vermächtnis verteidigen wir. Manche nennen uns Söldner, aber wir brauchen keine einheitliche Uniform und seinen Umhänge, um uns an unsere Aufgabe zu erinnern. Wir sind heute genauso wie damals. Wir setzen uns für die Leute ein. Wir sind die erste Verteidigungslinie, egal was nötig ist. Wir haben jetzt neue Feinde. Wenn es nicht Whitefin ist, ist es ein verfluchtes Vermächtnis. Diese vermaledeiten Seelenmetzger in Farnheim machen es nur noch schlimmer für uns alle. Wahrscheinlich sind sie sogar der Grund für diese ganze Sache. Nun, wir sind noch hier und wir sind inzwischen sehr viel mehr als nur 12. Wir haben den Dürrwald einmal verteidigt, wir werden es wieder tun. Venna nickt dir leicht zu. Sein Blick bewegt sich weiter von Söldner zu Söldner, während er spricht. Was brauchst du sonst noch? Ich suche Arbeit. Go see Osric. He's usually got something. You do well for him, maybe I can find you more. Er musste dich von oben besonnen. Schließlich deutet er auf einen Mann, der Übungen leitet. Sprich mit Osric, er hat Meisteraufträge zu übergeben. Wenn du dich bewährst, finde ich vielleicht noch mehr Arbeit für dich. Naja, eigentlich suchen wir nicht so wirklich Arbeit, aber... Die Sache ist die, wir brauchen Geld für unsere Burg, um unsere Burg aufzubauen, um uns Ausrüstung zu kaufen, um allgemein um zu überleben, während wir unterwegs sind. Und der trainiert hier Söldner, also reden wir mal mit ihm. Sehr freundlich. Dieser Mann beobachtet die Abenteurer bei ihren Übungen mit gleichgültiger Abscheu. Offensichtlich ist er der Meinung, seine Fähigkeiten würden hier vergeudet werden. Er perrt einen von ihnen an. Zum letzten Mal, Edwig, halte deine verfluchte Klinge oben. Wenn die Puppe bewaffnet wäre, hätte sie dir den Kopf abgeschlagen. Erzählt mir etwas über die Expeditionshalle. Es ist eine Schatzjagd, ganz einfach. Förderer geben Geld und Abenteurer, um Abenteurer anzuheuern, die die Wildnis erforschen und Ruinen suchen. Wenn sie lebend wiederkommen, wird die Beute geteilt. Wenn nicht, dann liegt das meist daran, dass sie mit ihren Waffen so gut umgehen können, wie dieser Haufen vor mir, der sich genauso gut sein eigenes Grab schaufeln könnte. Oh, sehr sympathisch. Willst du noch etwas? Ich muss einen Abenteurer anheuern. Grunzt, vielleicht mehr als einen, wenn ich mir dich so ansehe. Ich zeige dir, wer verfügbar ist. Abenteurer der Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Also wir können Abenteurer anheuern, die eine Stufe unter uns sind. Hä? Und Gruppenverwaltung. Nein. Wir bleiben bei unseren Gefährten. Nicht das Frageding, ich wollte schließen. So. Willst du noch was von mir? Ich suche Arbeit. Mercenary shit shovelers. Adventurers, I mean. Wenn du eine Expedition suchst, red mit Vennern. Ich kümmere mich nur um diese verfluchten Möchtegern-Söldner. Vennern räuspert sich im Hintergrund und schürzt die Lippen. Fähige Abenteurer, meine ich. Andererseits ermustert dich. Ich hätte da etwas zu erledigen, was erledigt werden muss. Es erfordert, er wirft einen schiefen Blick auf einen der Abenteurer, der hilflos auf eine Puppe eindrischt. Kompetenz benötigt es. Worum geht es? I was formerly one of the knights of the Crucible. When I left, they kept my arms and armor. The arms they can have, but the armor belonged to my family. I'd like it back. Ich war früher einmal Schmelztiegelritter. Als ich ging, behielten sie meine Waffe und meine Rüstung. Die Waffen können sie behalten, aber die Rüstung gehört meiner Familie. Ich will sie wieder haben. Klingt nicht, als hättest du die Schmelztiegelritter freiwillig verlassen. Don't choose to leave knighthood. The Crucible Knights, they may not be a real knighthood, but the oaths you swear are just as true. Er blickt einen Moment abwesend in die Ferne. Man verlässt die Ritterschaft nicht freiwillig. Die Schmelztiegelritter sind vielleicht keine echte Ritterschaft, aber die Eide, die man schwört, sind ebenso wahr. Still, turns out that even unofficial knighthoods have politics.
You cross the wrong man, suddenly all kinds of accusations are thrown your way, and nobody believes you. Leider ist auch bei inoffiziellen Ritterschaften die Politik wichtig. Legst du dich mit dem falschen Mann an, machen plötzlich alle möglichen Anschuldigungen die Runde und niemand glaubt dir mehr. Nichts ist zerstörerischer als eine Menge, die der falschen Idee anhängt. Warum fragst du nicht einfach, ob du sie wiederhaben kannst, also die Rüstung? But I won't be going. Sooner be torn apart by dogs than give them the satisfaction. Osric wendet seinen Blick von dir ab. Sein Kiefer ist angespannt. Nein, das hätten sie sicher gerne. Aber den Gefallen tue ich ihnen nicht. Ich lasse mich eher von Hunden zerfetzen, als ihnen diese Genugtuung zu geben. Was ist das für eine Rüstung? Not much to look at, and it's seen far too much use, but it's been in my family since the liberation. Ein Brusthalsch, nicht sonderlich hübsch anzusehen, aber auch ziemlich abgenutzt. Aber er ist seit der Befreiung im Besitz meiner Familie. Ich werde sehen, was ich tun kann. Penhelm you're looking for. A low snake of a man. If he was to die choking on his own black tongue, it'd be too kind of fate. He kept it when he had me kicked out. Er nickt, dankbar. Dann such nach Penhelm, eine Schlange von einem Mann. Sollte er an seiner eigenen Zunge ersticken, wäre das ein gnädiger Tod. Er hat sie ja behalten, nachdem er mich herauswerfen ließ. I got word from a reliable source that Penhelm visited a forger in Andra's gift, right after being soul scanned by a cipher in Dunreed Row. Should you have it in your heart to find a way to ruin his life while you're there? Well, drinks on me. Er beugt sich näher an dich heran. Ich habe von einer zuverlässigen Quelle erfahren, dass Penhelm einen Fälscher in Ondras Geschenk aufgesucht hat, nachdem seine Seelenherkunft von einem Medium in der Dunrüdstraße gelesen wurde. Sollte dieser Sinn danach stehen, sein Leben zu ruinieren, während du dort bist? Nun, dann gehen die Getränke auf mich. Okay, sehr freundliche Gemeinde hier. Es ist ein Requirement, um die Nacht zu joinen. Sie müssen ensure, dass ein Novitiat nicht eine subversive Lineage hat. If Penhelm's superiors found out his affidavit was a fake, his career would be over. Every novitiate gets an affidavit from Dunreed Row, and those are stored at Crucible Keep. If you find Penhelm's, one of those ciphers could tell you if it's real. Eine der Voraussetzungen, um den Rittern beizutreten, sie müssen sicherstellen, dass ein Noviz keine subversive Herkunft hat. Wenn Penhelms Vorgesetzte erfahren, dass seine eidesstattliche Versicherung gefälscht war, ist seine Karriere beendet. Jeder Noviz erhält eine eidesstattliche Versicherung von der Dinrudstraße. Sie werden auf Burg Schmelztiegel aufbewahrt. Wenn du die von Penhelm findest, kann dir ein Medium sagen, ob sie echt ist. Kann ich das aus Wächter nicht selber? Sagani kratzt sich am Genick. Wenn viele Generationen Masukscher Traditionen als Hinweis dienen, erinnert dieser Penhelm sich vermutlich nicht. Dennoch, eine solche Vergangenheit muss doch etwas zählen. Und dann lebt mal wohl. Okay. Gucken wir uns mal weiter hier um in den Nebengebieten, in den Nebenräumen hier, ob noch hier jemand rumlatscht, mit dem wir reden können, der wichtig aussieht. Ah, du siehst aus wie eine Art Waffenhändler. Guards keep you. Waffenhändlerin. Die Frau blickt von einem Dolch auf, den sie gerade poliert. Hab dich noch nie hier gesehen. Brichst du bald wieder in der Expeditionsgesellschaft auf? Sie hebt eine Augenbraue. Oder wettest du auf eine? Erzähl mir von den Expeditionen. Sie bestehen aus Gruppen von Abenteurern, die in die Wildnis ziehen. Die meisten versuchen ihr Glück in den Ruinen, suchen dort nach Schätzen. Und die meisten kommen mit leeren Händen zurück, wenn überhaupt. Auf sie zu wetten ist fast so riskant, wie selbst mit ihnen loszuziehen. Aber so faszinieren sich die Expeditionen. Finanzieren sich die Expeditionen. Okay. Ich kann nicht mehr lesen. Und ab und zu hat eine Abenteuergesellschaft Glück, findet tatsächlich etwas und verdient für ihre Finanziers ein Vermögen. Wie lange arbeitest du schon in Admes Lager? Sie lehnt sich auf den Tresen und trommelt mit den Fingern drauf. Ach, seit einigen Jahren. Ich habe sofort zugeschlagen, als der letzte Händler auszog. Sie liegt zum Hauptbereich der Halle. Es brechen jede Woche neue Expeditionen auf. Das ist also der ideale Standort für meinen Laden. Und die Dutzenden sind treue Freunde und treue Kunden, solange man ebenfalls treu ist. Sie tippt auf den Tresen.
Der Händler, der vor mir hier war, sie haben ihn verjagt, als er seine besten Helme an ein paar Schmelztiegelritter verkauft hat. Ich achte darauf, dass ich nicht denselben Fehler mache. Dann kann ich etwas kaufen? Ich fürchte nicht. Weißt du, die Dutzende machen nur mit mir Geschäfte, solange ich nur mit ihnen Geschäfte mache. Und sie sind gute Kunden. Sie zeigt mit dem Daumen auf die Tür. Aber wenn du dich mit Osric gut stellst, macht er vielleicht eine Ausnahme für dich. Er bildet vermutlich gerade die neuen Rekruten aus. Dann leb wohl. Okay, sie ist wahrscheinlich eine sehr tolle Händlerin.